4-1 Niederlage gegen Saarbrücken. Hört sich eigentlich gar nicht so dramatisch an, aber war mehr drin? Ja, ist bitter. Also wir sind alle richtig enttäuscht. Ich denke, nach dem Spielverlauf können wir einen Punkt, vielleicht sogar 3 Punkte am Ende. Wir haben viel mehr Chancen wie die und fehlt uns das letzte Glück. Aber wir müssen Punkte eigentlich gegen andere Mannschaften holen. Ja, wie du schon sagst, jetzt 0 Punkte nach 2 Spielen. Aber ihr holt die Punkte noch, oder? Wer so spielt, holt die Punkte. Auf jeden Fall. Ich bin überzeugt davon. Sven Waldschmidt, unglückliche Niederlage? Ja, auf jeden Fall. Im Endeffekt 0-1, wenn man 0-1 verliert, ist immer unglücklich. Wir waren auch gar nicht so schlecht, fand ich. Wir haben gut dagegen gehalten, viele Zweikämpfe auch gewonnen und auch ein paar gute Chancen erspielt. Aber im Endeffekt hat es leider nicht für ein Tor gereicht. Ja, wie du schon gerade sagst, defensiv eigentlich gut gestanden. Nach vorne war es zu wenig im Endeffekt. Im Endeffekt, wenn die Null auf unserer Seite steht, war es nach vorne wahrscheinlich ein bisschen zu wenig. Aber trotzdem finde ich, hat auch der vordere Bereich im Spiel hat Gas gegeben. Die Jungs haben gekämpft, haben sich auch gute Chancen erspielt. Ja, wenn wir so weitermachen, denke ich, wird das erste Regionalliga-Tor bald kommen. Das Spiel wird jetzt so schnell wie möglich abgehakt. Natürlich wird mitgenommen, dass wir heute gesehen haben, dass wir mit Kampf und mit Bereitschaft auch gegen die Top-Teams der Liga bestehen kann oder mithalten kann. Und dann kommt nächste Woche die nächste schwere Aufgabe in Kassel. Masih Saygani, erstmal Glückwunsch zur Nationalmannschaftsnominierung. Super Sache, finde ich. Ja, und heute 0-1 gegen Saarbrücken. Eben schon gesprochen, die wollen hoch. Ihr wollt die Klasse halten, aber es war was drin heute. Ja, vor dem Spiel hat jeder gesagt, wir haben nichts zu verlieren. Dementsprechend sind wir auch aufgetreten. Standen hinten gut, kompakt. Die müssen das Spiel machen, wenn die, wie sie gesagt haben, die wollen hoch. Aber standen gut und haben eigentlich auch bis auf das eine Tor, was sie dann geschossen haben, was sie dann einmal schnell rausgespielt haben, schnell durchs Zentrum, passen Raum rein, Abschlusstor. Dann zeigt sich natürlich, wie abgewichst die sind. Ja, und dann haben wir das Bildchen laufen lassen. Haben wir auch nicht mehr viel zugelassen und hatten selber noch einige Konterchancen, wo dann so der letzte Pass da gefehlt hat. Ja, wie du schon sagst, kämpferisch war es okay. Mit Herz und Leidenschaft gespielt, wie der Trainer auch vorgegeben hatte. Ja, was kann man noch besser machen, um vorne mal zum Abschluss zu kommen, um Tore zu erzielen? Ja, das Tor verhindern und vorne eins machen. Das geht. Okay. Aber wie Sie gesagt haben, kämpferisch war das schon gut, darauf kann man aufbauen. Ja, ich denke, wir haben im Vergleich zu letzter Woche einen Riesenschritt gemacht und müssen uns auch selber erstmal jetzt an die Liga gewöhnen. Gibt auch für einige Spiele ist das erste Jahr Regionalliga. Und ich denke, wir brauchen noch ein bisschen Zeit, werden noch ein bisschen Lehrgeld bezahlen müssen, aber irgendwann sind wir dann auch da und holen die Punkte. Ja, es werden natürlich die Gegner auch nicht einfach in den nächsten 2 Wochen. Freitag Hessen-Kassel, dann kommt Kick aus Offenbach. Was rechnet ihr euch da aus? Was heißt, was rechnet ihr euch aus? Das ist, wird genauso ein Spiel wie heute auch. Die wollen hoch, ja, die müssen was anbieten. Wir stehen, wir werden kämpfen wieder. Und heute hätte es ja auch fast gereicht zu einem Punktgewinn. Und wieso soll es dann gegen